vorschlagen. Es war der romantischste Heiratsantrag von Florian Silbereisen und Beatrice Egli. Auf der Bühne eines großen Konzerts, unter Millionen leidenschaftlicher Fans unter der Bühne, tritt ein berühmter männlicher Sänger auf. Es ist Florian Silbereisen, der Besitzer einer Reihe von Songs, die heute im Top-Trend sind. Er ist wegen seiner strahlenden Schönheit und kraftvollen Stimme als Nationalsänger bekannt und wird von vielen Zuschauern jeden Alters geliebt. Heute ist sein 10-jähriges Jubiläumskonzert im Showbiz. Millionen von Fans sind früh gekommen, um darauf zu warten, ihre Idole zu treffen. Heute, was auch ein wichtiges Ereignis in seinem Leben ist, beschloss er, Beatrice Egli, seiner 4-jährigen Geliebten, einen Heiratsantrag zu machen. Dies war ein unerwartetes Ereignis, von dem Beatrice Egli selbst nichts wusste. Sie war seine Assistentin und unterstützte ihn seit seinem Einstieg in den Gesangsberuf. Sie war diejenige, die ihn ermutigte und tröstete und war seine spirituelle Unterstützung für die letzten 10 Jahre. Unter der belebten Bühne sang ein kleines Mädchen mit Florian Silbereisens Büro in der Hand begeistert auf der Bühne mit. Im hellen Bühnenlicht performt der Sänger selbstbewusst sein neuestes Album. Diese weiße Haut, das blonde lockige Haar und die roten Lippen schwingen mit dem Scheinwerferlicht mit und machen den ohnehin schon schönen Florian Silbereisen noch faszinierender. Das Publikum jubelt und macht die Atmosphäre der Show heiß und aufregend. Jetzt ist es Zeit für ihn, den Titelsong der Show Let's Get Married zu performen. Das Publikum verstummte plötzlich, eine sanfte Ballade spielte, diese Stimme brachte viele Menschen zum Schmelzen. Auf der LED-Tafel der Bühne prangten Fotos von Florian Silbereisen bzw. Beatrice Egli. Zu diesem Zeitpunkt war sie überrascht, die Überraschung ließ sie erstarren, sie selbst hätte nie gedacht, dass es einen Tag geben würde, an dem die Person vor vielen Menschen um einen Kuss bat. Alle Augen richteten sich auf sie, Fans öffneten ihm nach und nach den Weg, um neben sie zu treten. Der Sänger sang, während er zum Ende der Bühne ging, wo die Person, die er am meisten liebte, wartete. Er ging zu ihr hinüber, nahm ihre Hand und führte sie zur Bühne, um aufzutreten. Alle um sie herum bewunderten und beneideten sie, dass ihr Landesfürst endlich den Mann seiner Träume hatte. Die beiden gingen auf die Bühne, sie war verlegen und schüchtern, sowohl überrascht als auch verlegen. Nach der Darbietung des Liedes kniete sich Florian Silbereisen vor Beatrice Egli, nahm ihre Hand und machte ihr einen Antrag. Ich bin vielleicht nicht der wunderbarste Mensch, aber ich bin zuversichtlich, dass ich in der Lage bin, dich für den Rest meines Lebens zu beschützen. Lass uns heiraten. Tränen stiegen ihr in die Augen und ihr Herz schien in diesem Moment stehen zu bleiben. Beatrice Egli ist,